So, willkommen zurück und heute geht unsere Reise mal wieder nach Italien und zwar ins Jahr 1986. Wir haben es hier mit einem Giallo Slasher Crossover zu tun, der allgemein nicht besonders gut wegkommt, aber meiner Meinung nach zu Unrecht. Es geht hier um wir haben einen Polizisten, der sich mit seiner Freundin streitet. Kurz darauf ist jene tot. Von nun an wird dieser Polizist unser Hauptverdächtiger sein. Aber er ist so offensichtlich verdächtig. Könnte er denn wirklich der Täter sein? Mit diesem ersten Mord startet eine ganze Serie von Morden und wir haben auch eine Polizeipsychologin, die hinter den Taten das Muster von einem angeblich längst verstorbenen Täter sieht. Und anfängt in diese Richtung zu ermitteln und auf interessante Sachen stößt und sich gar nicht mehr so sicher ist, ob der damals wirklich ums Leben gekommen ist. Unsere Handlung fixiert sich dann auf eine Gruppe junger Studentinnen, die sich natürlich, weil man ja isoliert irgendwo sich total sicher fühlt, wenn ein Killer umgeht, sich in ein leerstehendes Haus oder Hotel zurückziehen und sich dort langsam und sicher vom Killer ermorden lassen. Das Ganze ist inszeniert von Mario Bava, hätte ich beinahe gesagt. Nein, von Mario Bavas Sohn Lamberto. Und ich denke, das dürfte auch der Knackpunkt sein, warum dieser Film allgemein relativ schlecht bewertet wird. Denn wenn man der Sohn von einer Regielegende ist, wird erstens mal deutlich höhere Messlatten angesetzt. Zweitens hat Lamberto, und das hat er meiner Meinung nach richtig gemacht, nie versucht, seinen Vater zu kopieren. Dort, wo Mario Bava zeitlosen, manchmal ein bisschen plüschigen Horror verpackt hat und damit wirklich zu der Ikone des italienischen Horrorfilms wurde, den er auch mit begründet hat mit Sachen wie Der Vampir von Notre Dame oder natürlich auch Die Stunde, wenn Dracula kommt, ist Lamberto deutlich straighter, deutlich schlichter in seiner Inszenierung. Aber durchaus effektiv. Der Mann versteht Spannung aufzubauen, gerade aus minimalistischen Settings. Und da kommt ihm natürlich am Ende in so eine Belagerungssituation richtig zugute. Er hat natürlich auch ganz kräftig zum Meister Argento geschaut, dessen Regieassistent er übrigens gelegentlich war. Und ich würde mal ganz klar sagen, Tenebre hat es ihm angetan von der Optik. Und das widerspiegelt sich auch hier. Das widerspiegelte sich eigentlich schon in seinem Vorgängerfilm. Blade in the Dark, der noch ein Tick besser war, meiner Meinung nach, aber allgemein auch als gut anerkannt wird, während dieser hier verrissen wird. So viel trennt die meiner Meinung nach qualitativ aber nicht. Der Cast ist hier deutlich unbekannter, muss man sagen. Von den Mitwirkenden hat man vielleicht die eine oder andere Person mal irgendwo in einer kleinen Nebenrolle sonst wo gesehen, aber selbst einem Giallo-Vielseher sagt der Cast nur begrenzt was. Aber Lamberto Bava schafft es hier, dieses Mix-Genre aus Slasher und Giallo durchaus solide zu verpacken. Die Story leistet sich noch einen interessanten Twist am Ende, wobei, wenn man den Film wirklich aufmerksam anguckt, kann man es natürlich vorher erahnen. Und dass der Hauptverdächtige einfach nur ein Red Herring ist, der dem Publikum hingeworfen wird, der so offensichtlich ist, dass es das nicht sein kann, das sollte jedem klar sein. Trotzdem ganz nettes Rätselraten und am Ende einfach ein schönes Slasher-Finale. Die Damen spielen alle brauchbar. Keine ist jetzt hier irgendwie, kommt in den Verdacht, einen Oscar zu bekommen, aber das ist alles gut gemacht. Und für ein mit bis End 80er Jahre Giallo ist das mehr als man erwarten kann. Da gibt es Filme, die sind deutlich gurkiger. Der hier unterhält bestens, wenn man sich auf diesen Look einlassen kann. Alles ist natürlich auf relativ modern, auf zeitgemäß. Und das wirkt aber relativ gut, weil es eben nicht wie aus einer anderen Zeit gerissen daherkommt, sondern wirklich, man merkt, okay, man ist in den 80er Jahren und das könnte damals Realität sein von der Optik, von der Story her jetzt eher weniger vielleicht. Ich war zwar nicht in Italien in den 80er Jahren, aber ich wüsste nicht, dass da dauernd irgendwelche Morde passiert sind. Zumindest nicht solche. Ja, was gibt's noch zu sagen? Erschienen bei X-Rated in der
Italo-Giallo-Series war das die Nummer 11 und ja, richtig schöne alte Hardbox heutiger Sicht natürlich, bisschen nostalgisch. Die Dinger waren ja mal der allerletzte Schrei und teilweise auch ordentlich überteuert, weil es mehr oder weniger Sammelobjekte waren. Die waren ja alle limitiert, aber man muss sagen, man kann X-Rated eigentlich nur danken, weil die haben ja, die haben im Endeffekt Fans geködert, die auch heute jetzt diese Premium-Releases von anderen Labels kaufen. Die haben Filme aus der Versenkung geholt, von denen vorher nie jemand gesprochen hat oder von denen man hinter vorgehaltener Hand irgendwo in Expertenkreisen gesprochen hat. Aber man hat dort und beim vielgeschmähten Label Laser Paradise wirklich Sachen vorgegraben, die es sonst nie auf DVD gegeben hätte. Und im Gegensatz zu zweitgenanntem Label hat man sie sogar in halbwegs brauchbarer Qualität auf die Dinger gepresst. Man muss natürlich immer sagen, ja, die Scheiben sind jetzt über 10 Jahre alt in der Regel und das ist nicht mehr heutiger HD-Standard. Aber was heutzutage an Re-Releases kommt, auch auf Blu-ray von denen, Hut ab, hätte ich nicht erwartet, weil eigentlich war das Label für mich tot und die haben da ein kleines Comeback hingelegt. Das ist wie gesagt aus der ersten Phase und ja. Die Bildqualität ist solide, sieht halt aus, wie ein 80er-Jahre-Film aussieht, wenn er nicht wirklich nachbearbeitet ist. Aber das geht in Ordnung und von dem her, ja, ich freue mich, dass ich das Ding hab. Ich freue mich auch, dass es den Film gibt und der Lamberto Bava ist für mich total unterschätzt, eigentlich als Regisseur. Er hat ein paar wirklich gute Sachen hingelegt. Macabro, Küsse der Jane Baxter oder die beiden Dämonenfilme. Die finde ich durchaus unterhaltsam. Man darf ihn einfach nicht mit seinem Vater vergleichen, dann funktioniert das auch. Er hat für die Zeit, in der er aktiv war, durchaus solide Arbeit geleistet und ja, den hier von ihm mag ich recht gern. Gefällt mir besser jetzt als das unheimliche Auge zum Beispiel oder Puzzle oder Pieces, wie hieß der? Schon wieder verdrängt. Auch aus den 80er Jahren. Also der hier ist deutlich solider inszeniert und spannender. So viel dazu von mir und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dürft natürlich gerne abonnieren und liken und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und ja, bis dann.